Hallo zusammen, heute geht es um euer Geld. Aber wir haben ja jetzt von der EU Auflagen, dass man Geld abkassieren kann. Und zwar haben wir hier die neuen Tippenschilder. Und zwar haben wir hier zwei Ergänzungen. Der GWP3 und das CO2-Äquivalent. Das muss auf dem Tippenschild oder wenigstens auf dem Gerät aufgeführt werden. Und ich habe hier ein Kühlaggregat. Und hier habe ich das auch aufgeführt. Das GWP ist 1430 und das CO2-Äquivalent ist 0,8 und ein bisschen gerundet. Ich weiß, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was der GWP ist. Das ist Global Warming Potential, also das globale Erwärmungspotential vom Kältemittel, was hier in diesem Blickkühlaggregat 12 Volt jetzt drin ist. Das Kältemittel ist R134A. Das sehen wir natürlich auch auf dem Tippenschild. Das REF ist R134A, 60 Gramm. Und das hat einen GWP von 1430. Das ist also 1430 mal schädlicher als CO2. CO2 ist ja das schlimme Treibhausgas und so weiter. Jeder, der Bier trinkt, weiß, dass da CO2 drin ist, Kohlensäure. Und auch im Coca-Cola, das ist hochgiftig, sagen die einen. Aber das erwärmt unser Klima. Und das Gas, was hier drin ist, erwärmt das Klima auch. Bei diesem Kühlbox hier, da haben wir das Kältemittel R290, 26 Gramm drin und der GWP von R290 ist 3. Und das CO2-Äquivalent ist bei dieser Box hier 0,00007. Also wenn man auf drei Stellen rundet, wäre es 0. Und jetzt kommt der große Clou, ab nächstem Jahr sind es dann 40 Euro, die wir bezahlen müssen. Das ist nicht mein Geld, sondern euer Geld. Wenn wir Kältemittel in Verkehr bringen oder wenigstens importieren, weil wir von der Schweiz zum Beispiel nach Deutschland liefern oder nach Italien liefern, und dann wird diese CO2-Abgabe fällig. Klar, die Unternehmer, die sind böse, die müssen das bezahlen. Oder wenigstens für den Staat eintreiben. Klar ist es dann hier bei 0,00078 nicht sehr viel, aber das summiert sich. Und irgendwann sind wir auf der Tonne und die Tonne kostet dann 40 Euro. Zum CO2 noch. CO2 hat ein spezifisches Gewicht von 1,9 Kilo pro Kubikmeter. Sauerstoff um 1,1 und Stickstoff auch um 1,1. Also von diesen drei Gasen ist CO2 das schwerste. Das sitzt dann hier unten und wir sterben, weil wir CO2 haben. Aber man braucht sie in den Treibhäusern, dass die Tomaten wachsen. Und ganz oben hat es kaum CO2, aber das ist ein anderes Thema, das will man ja uns nicht verklicken. Wir müssen jetzt die Luft, die wir haben, das CO2 versteuern mit 40 Euro pro Tonne in der EU. Und somit haben wir die Normen erfüllt, dass der GWP draufsteht. Und wie kommen wir auf den CO2-Äquivalent? Diese 0,0000.
Wir nehmen das Kältemittel, den CO2, den GWP davon, die 3, mal die 26 Gramm, aber die 26 Gramm in Tonnen, das ergibt dann den CO2-Äquivalent. Aber so ist er aufgeführt und man kann den direkt besteuern. Ja, das soll es gewesen sein vom CO2-Äquivalent besteuern. Boxen muss ich euch nicht vorstellen. Kühlaggregate habe ich sicher auch schon ein Video gemacht darüber. Das verlinke ich euch hier, das Kühlaggregat und hier unten Kühlbox. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.